Herzlich willkommen in Kapitel 10 bei World of Sea Battle. Heute thematisieren wir das Thema Taverne. Taverne ist der Bierkrug. Anklicken. Da gibt es verschiedene Missionen. Die unteren sind alles für die Arena. Was andere, was interessant ist, ist da die Abteilung hier. Und zwar zahlt man doch einen rum für Gerüchte. Moment, müssen wir schauen. 217, okay. Für Gerüchte. Also, jetzt, so, okay, dann kann man aussuchen. Entweder Gerüchte von einem Offizier oder Gerüchte von einem Händler. Der Offizier. Beim Offizier kriegt man so Kampfmissionen, beim Händler kriegt man Händlermissionen. Dann nehmen wir jetzt einfach 6, passt. Dann sag tschüss. So, dann sehen wir auf der Map verschiedene Symbole. Das sind jetzt Handelsmissionen. 234 rum, noch Fetch Picotch, wo ist meine Fetch Picotch? Ja, das ist da. Fetch Picotch, das ist da. Das wäre jetzt sehr kurz. Bekommt man. Was bekommt man dafür? 1700 Gold. Zeitlimit ist 20 Minuten. Erfahrung 300. Damit sollte man noch Kap, das ist die Insel. Am besten, man kann maximal 2 Missionen annehmen. Also optimal ist, wenn man 2 Missionen verbindet. Da werden zwar noch Chepit 2F und 4B. Chepit. War F, 4B, das wäre da oben die rechte Ecke. Die Mission könnte man machen, die zwei unten. Das ist eine Spezialmission. Können wir uns gleich anschauen, was das ist. Schauen wir. Munition haben wir genug, Kleidung. Passt, dann starten wir. Der Spieler hat jetzt Friedenslage, könnte man jetzt nicht angreifen. Jetzt der. Bock, bock. Also die Missionen bringen sehr viel Gold. Ist natürlich auch riskant, ne? Sobald man über die Linie segelt, ist PvP. Konnte also jeder andere Spieler abfangen. So, davon sieht man schon das Symbol. Da liegt der Frucht, den nehmen wir gleich mit. Aufpassen, die Explosionsfässer. Wenn man nicht zu nahe kommt. Wir sind da schon Level 13. Für unser nächstes Schiff brauchen wir Level 15. Das wäre noch die Essex. Das wäre natürlich ganz nice. So, was steht da? Was steht denn da? Google, erzähl, was da steht. Du
bis zur Prärie gefahren und ein hässlicher Mann kam zu dem Treffen. Was hat dich hierher gebracht? Das erste Mal sehe ich ein so reiches Schiff an meiner Küste. Außer mir gibt es keine Kaufleute und ortsansässigen Arbeiter, die sie nicht ansehen. Und sie sind nur für Fisch. Mit Essen ist es schwer, sich selbst zu ernähren, was wir können. Es wäre sehr nett, wenn sie mir Korn bringen würden. Mindestens 125. Ich werde mich drehen, sie eine Menge frischen Fisch wie Worts Fisch. Okay, Korn. Was? Fische, Fisch. You what? Das machen wir nicht. Wir machen jetzt zwar noch Chepitka. So, erreichen die erste Mission. Okay, 40 Minuten Zeit. 500 Erfahrung. Okay. Sieht man jetzt, jetzt hat man jetzt die Ware, das ist jetzt rot. Und der Mold, den muss man abliefern. 2F. 2F ganz oben. Also das heißt, unser Kurs jetzt wird nach Norden und dann nach Westen. Kaum haben wir die Fracht oben, wenn die NPC ist schon aggressiv. Eieiei. Junge, lass das, wir haben keine Zeit. A few inches later. So, wir haben jetzt Speedbuff drin. Und anderes Werkzeug noch. Und drei Schiffe verfolgen uns bereits. Ja gut, immer leid. NPCs. So, wir überqueren gleich die kritische Grenze. Wo es dann in PvP-Zone geht. Der Wind ist nicht gerade optimal. Das heißt, Augen auf, je früher man einen Feind erkennt, desto besser kann man reagieren. Der Wind ist genau. Wind ein bisschen kreuzen. Das Wetter ist auch nicht das Beste. Ziemlich stürmisch. Wind kommt aber genau. Ganz schlechter Wind. Das Schiff ist schon angeschossen. Das heißt, du musst ein Spieler sein. Eieiei. So, Fireball trifft dann. Eine gute Nacht. Lästig der Typ da. Okay,
Oh ja, ja, den kratzt mir nicht einmal an. Oi, die. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Bitte. 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 Schnell, schnell. Schnell reparieren. Jetzt sind wir. Oi! Oh nein! Vive l'amour! We die together! Wir haben es nicht geschafft. Alter, was soll ich sagen? Kurz vor Ziel. Gut. Das waren die Missionen. Da kann man zwar viel Gold machen. Aber es ist nicht so einfach, wie man sieht. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kapitel 11. Heute ist Johann steif. Ciao. Take a walk down by